Zelda, Matt? Ja? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. So, hier beim Schattentempel. Also anfangen. Ja, fühl dich nicht so, als ob du schon was erreicht hättest. Ja, okay, der Part fing jetzt gerade erst an, aber... Oh, die Schatten werden sich nur dem offenbaren, der die Augen der Wahrheit besitzt. Das heißt, man könne sie in Kakariko finden. Haben wir schon. So, ich muss jetzt mal eben das Auge der Wahrheit ausrüsten. So. Und da kann man sehen, dass dieser Totenkopf hier echt ist und die anderen sind alle fake. Weil das Auge der Wahrheit die nicht sieht, ne? Mhm. Das war ein sehr tolles Geräusch. Was? Hast du nicht gehört? Nein. Da war gerade dieses Handysignalgeräusch. Ich schmeiß jetzt erstmal mein Handy weg, so. Drehe meinen Schnabel zum Schädel der Wahrheit. Andernfalls stürzt du in die unendliche Dunkelheit. So. Egal, ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört, aber... Egal. Ich hab nichts gehört. Erstmal wieder so ein komisches Türkenteil schieben. Ja, genau. Naja, ich zieh's ja gerade, ne? Ich schieb's nicht. Ja, immer so genau. So, das müsste der Totenschädel sein, oder? Ich glaube schon. Jo, ja. Okay. So, hast du eigentlich vor, hier komplett in dem Tempel dabei zu sein? Oder willst du jetzt nur in diesem Part dabei sein? Keine Ahnung, das kannst du entscheiden. Stimmt, ich bin ja hier der Chef. Eben. Ich glaube, da komme ich noch nicht rüber, oder? Nein. Nee. Nee. So, ich muss doch... Ah, da ist die Tür. Beziehungsweise, da kann ich durchgehen. Was sind überhaupt diese komischen Köpfe da auf diesen Teilen drauf? Keine Ahnung, irgendwelche gruseligen Bilder. Oder das da. Auch schon wieder. Jene mit dem Auge der Wahrheit wird sich manches offenbaren, was noch von Dunkelheit umgeben. Cool. Ist. Ja. Guck mal, die Augen, wo was ist, die leuchten. Stimmt. Oh, ich will das nicht vorlesen. Mann. Musst du auch nicht. Das kommt alle 5 Sekunden. Ja. Okay. Ich habe jetzt hier auch die Liste mit den Skulltulas. Muss ich gleich nochmal gucken, wo die sind. Ich gehe schon mal hier durch. Ich muss mich erstmal noch in den Dungeon zurechtfinden. Oh, nee. Ich glaube, für eine Skulltula braucht man, glaube ich, sogar die... Du weißt schon. Die Vogelscheuche oder so. Echt? Oh, scheiße. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Ich glaube, es ging aber auch mit dem Enterhaken. Mal gucken. Nee, braucht man nicht. Ah doch, glaub schon. Ah, verdammt. Ja, du kannst ja wieder zurückgehen. Irgendwann. Wo ist das andere Vieh? So, ich treffe das auch so. Ha, sag ich doch. So, jetzt müsste eine Truhe erscheinen, oder? Okay. Wow, wie toll du die Soundeffekte nachmachst. Okay, da ist jetzt entweder der Kompass oder die Karte drin. Okay, die Karte. Yay! Können wir jetzt weitergehen. Und wir wollten ja, haben wir ja kurz vor der Aufnahme gerade festgelegt, oder ich habe es festgelegt, wir wollen ja kurz über ein Thema reden. Wieder. Und zwar... Ach nee. Und zwar können wir ja mal über... Mein Gott. Können wir ja, also wir wollen jetzt nicht über Gott reden. Mann! So, wir wollen über die E3 dieses Jahr reden. Denn, wie ich erfahren habe, möchte Nintendo doch mehr zeigen als Zelda. Weil sie wollten ja erst nur Zelda zeigen. Ja. Wahrscheinlich dann bei der E3 Direct dann so, ja, wir zeigen jetzt doch nicht mehr als Zelda. Ja. Ja, es wird ja noch nicht mal eine Direct geben, es ist ja nur dieses komische Treehouse. Und jetzt kommt ja dieses eine Vieh. Aber die stellen wenigstens Zelda vor, da freue ich mich drauf. Ich auch, ja. Ach man, geh doch weg! Kaufst du dir von Zelda eigentlich die NX-Version oder die Wii U-Version? Wii U-Version. Ich auch. Ja, weil... Ich mach das so wie bei Twilight Princess. Gamecube-Wii-Version. Weil es wurde für Wii U angekündigt. Ich kauf mir es jetzt einfach für Wii U, weil ich auch für die Wii U ein richtiges Zelda haben möchte und nicht nur so zwei Remakes oder Remaster. Ja, eben. So, hier sind wir jetzt wieder bei so einem Gegner wie aus dem Brunnen.
Alter, so ein Gegner, den müssten sie mal wieder machen, aber ja. Machen sie nicht. Du spielst ab 6? Ab 12, dachte ich. Nein, ab 6. Hey, du hast doch vor ein paar Parts noch gesagt, dass es ab 12 ist. Nein, also, das hast du gesagt. Du hast irgendwie gesagt, ja. Es ist PEGI 12 oder so. Aber und USK ist es 6. Nein, es ist, glaube ich, PEGI 7 und USK 12 oder so. Ja, oder so. Irgendwie sowas. Ja, ich glaube, es war so. Okay. Down. Majora's Mask ist auf jeden Fall ab 12. Die N64-Version ist aber auch ab 6. Sicher? Die 3DS-Version ist ab 12, ja. Früher war das noch nicht so streng. Ich fand Ocarina of Time 50 mal gruseliger als Majora's Mask. Okay, aber jetzt eigentlich nur der Schattentempel und der Brunnen, oder? Ja. Aber es reicht schon. Die Zombies auf dem Marktplatz, die haben mich damals dazu gebracht, das Spiel zu pausieren. Die Gleitstiefel, mit diesen seltsamen Schuhen schwebst du über dem Boden. Cool. Yay. Du kannst damit für kurze Zeit sogar Abgründe überqueren. Habe Mut und vertraue den Stiefeln. Okay, habe Mut. Das heißt, wir können jetzt über diesen Abgrund und da in die Tür rein, die wir gerade geöffnet haben. Wieso kommt da die ganze Zeit so ein Text? Das nervt. Auf jeden Fall, Nintendo will ja auch halt dann die kommenden Wii U und 3DS-Titel, also welche noch kommen, wollen die halt vorstellen. Vielleicht ist da sogar ein 3D-Mario dabei, was ich sehr bezweifle, aber das kann ja sein. Ja, die Hoffnung habe ich inzwischen aufgegeben, dass da noch was kommt. Ja, ich find's echt scheiße irgendwie, dass da jetzt nichts kommt. Vielleicht machen sie es ja so als krönender Abschluss zu Wii U oder so. Nö, machen sie nicht, weil es sich nicht lohnen würde. Ja, leider. Die Wii U ist tot. Müssen wir leider akzeptieren. Hm. Hat sie eigentlich nicht verdient, aber... Ja, mein Gott, es liegt halt an dem Dritthersteller-Support. Weil ja. Ich meine, von Nintendo selbst kamen ja wirklich sehr viele und viele gute Spiele raus, aber... Wenn halt sonst außerdem nichts kommt, dann ist halt scheiße. Ja, das ist halt blöd, weil Nintendo kann ja nicht jetzt jedes Jahr zig Spiele rausbringen. Ups. Was machst du da? Ja, das Vieh besiegen. So. Hm. Okay, hier wird wahrscheinlich irgendeine Wand von unecht sein, schätze ich jetzt mal. Ja, alle. Wieso alle? Ja, alle. Na, nur eine. Oder zwei. Zwei sogar. Wo gehe ich zuerst lang, hm? Wo gehe ich zuerst lang? Da ist eine Tür und da ist so eine Dingenstür. Eine andere. Okay, ich glaube, hier gibt es den Kompass, schätze ich mal. Hat man den nicht schon bekommen da? Nein, wir haben einmal die Karte bekommen und die Stiefel. Oh. Hier bekommt man übelst früh das Dungeon-Item. Ja. Okay, jetzt müsste die Truhe erscheinen, oder? Oh, da ist noch einer. Zweiter. Hab ich gar nicht gesehen. Pass auf. Hä? Okay. Er hat mich einfach betäubt und da habe ich ihn trotzdem getötet. Das sah cool aus. Ja, da wird... nicht das Vigoron-Zorn? Hab ich noch nicht. Ich will es mir jetzt nicht unnötig einfach machen. Ich spare das bis zum Ende auf. Beim Ganon-Fight benutze ich das. Ich möchte ja versuchen, Ganondorf so schnell wie möglich zu besiegen. Kann man ja mit der Stößattacke und so. So schwer ist der gar nicht. Ja, aber ich habe es, glaube ich, bis jetzt noch nicht geschafft. Habe es, glaube ich, erst auch nur einmal probiert. Du meinst im ersten Versuch, oder wie? Oh, das war knapp. Nee, ich habe es, glaube ich, nachdem ich Zelda Ocarina of Time mal durchgespielt habe, einmal probiert. So. Findest du eigentlich den Schattentempel so? Ich finde ihn ziemlich cool, weil er eine ziemlich heftige Abwechslung ist. Weil es halt so gruselig wird. Also ich find's gut. Und du? Okay, ich finde ihn jetzt nicht so toll. Nein? Nee, das... Ja, weiß nicht. Der ist irgendwie ziemlich einfach. Okay. Haben wir und ich mag das Dungeon-Item, mag ich nicht. Hm. Kam ja auch irgendwie in keinem Zelda-Spiel mehr vor, ne? Die so Gleitstiefel? Nee. Ja. Nur die Eisenstiefel. Okay, jetzt brauchen wir den Enterhaken. Ja, die Eisenstiefel sind ja sowieso in fast jedem Zelda dabei. Also 3D-Zelda meine ich. Ich glaube nur in Majora's Mask nicht, ne? In Wind Waker, in Twilight Princess.
Ja. In Skyward Sword glaube ich auch nicht, oder? Ach stimmt, das gibt's ja auch noch. Tja, vergisst man mal gerne. Ja. Also nicht, weil es jetzt scheiße ist, also ich find's gar nicht so scheiße, aber... Ich schon. Wenn man so Twilight Princess sich ansieht, dann ist das schon... Naja. Schon... Du meinst jetzt halt im Vergleich, oder wie? Ja, das ist halt dann schon ziemlich schwach. Naja, Twilight Princess hat auch so seine Schwächen. Ja, du bist ja hier jetzt nicht gerade der Twilight Princess Fanboy, ne? Nicht wirklich, nee. Aber dafür ich. Oh, da ist ein Abgrund. Muss ich da hin? Ja, nee. Also, du musst nicht, da kannst du halt so eine Abkürzung bauen, wenn du halt mal stirbst, dass du dann nicht mehr durch den ganzen Dungeon laufen musst. Okay, ich höre eine Skulltula. Okay, das bringt mir hier aber noch nichts, oder? Ja, da musst du, wenn du da bist, den Block wegschieben und dann hast du eine Abkürzung. Ach so, okay. Ja, okay, gut. Da höre ich schon mal die erste Skulltula. Müssen wir mal gucken, es gibt 4 Stück in diesem Dungeon. Müssen wir mal schauen, wie wir die so kriegen. Wieso habe ich jetzt hier den Lensflare? Okay. Hm? Es ist keine Sonne da, aber ich habe da einfach einen Lensflare, alles klar. Das ist in dem Tempel öfters irgendwie. Nur in dem Tempel? Also ist mir jetzt nicht so aufgefallen eigentlich. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ja, wieder raus. Ach so. Oder hast du jetzt schon die Truhe? Nee, Truhe habe ich schon. Ja, ich glaube, hier gab es noch eine geheime Truhe, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, das wird man auf der Karte sehen. Ja. Ich habe gerade nicht so aufgepasst. Oh, hier sind doch 3 offene. Ach nee, von da komme ich. Ja. Yeah. Wo muss ich dann hin? Kann ich die Wand da vorne aufbomben? Ja. Werde ich das doch mal tun. Aua, scheiß Vieh. Glaubst du, die stellen bei der E3 auch neue Spiele vor? Ja, klar. Haben die auch gesagt. Ja, schon, aber wenn, du hast doch gesagt, die machen nur Treehouse-Scheiße. Ja, aber da stellen die vor. Zum Beispiel auch das neue Dragon Quest, was rauskommt. Dann dieses komische Final Fantasy Spin-Off-Teil da, das mich irgendwie gar nicht interessiert. Das ist doch schon draußen. Nee. Ich meine nicht Final Fantasy. Hab ich gerade Final Fantasy gesagt? Ja. Nein, ich meine Fire Emblem. Dieses Fire Emblem Spin-Off da. Ach so. Mein Gott. Ich hab mich vertan. Stimmt, mit dem Master Schwert können wir die A1-Hitten. Finde ich gut. Oh, noch eine. Mann. Na komm. Warte. Oh, wo ich letztens wieder Twilight Princess gespielt habe, wo da diese Riesenspinne da gekommen ist, da habe ich übelst Panik bekommen, weil die so eklig aussehen. Bei Videospielen habe ich gar keine Probleme mit Spinnen. Doch, ich schon. Also nicht. Ich wusste auch gar nicht, wie man die besiegen kann da. Ich habe dann voll Panik gekriegt. Hä, mit dem Stechding. Stechattacke. Ja, aber das habe ich halt irgendwie nicht so gecheckt. Achso. Ich spiele zurzeit die Wii U-Version noch. Aber dazu, ja, dafür habe ich so wenig Zeit. Ah, die ist heute vor 3 Monaten rausgekommen. Ja. Naja. Ja, ich spiele Zelda schon mal in 3-4 Tagen durch. Ja, okay, Twilight Princess jetzt auch nicht, aber. Das ist eigentlich schon ziemlich lang. Jo. Skyward Sword auch, aber bei Skyward Sword habe ich wirklich mit mir selbst gekämpft, dass ich da durchkomme, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es dann abgebrochen. Hast du noch nie durchgespielt? Nee, werde ich auch nicht. Ich fand den Final Boss, ich finde das richtig gut an dem Spiel, ist der letzte Endboss. Der ist richtig gut, finde ich. Ja, aber das davor, das ist alles Bullshit. Naja. Also ich habe es durchgespielt, zwar nicht zu 100%, aber das werde ich wahrscheinlich irgendwann in einem Let's Play mal nachholen. Wenn ich mich dazu bewegen kann. Ich weiß nicht, irgendwie bei Skyward Sword kommt es mir so vor, als ob Nintendo will, dass man das nicht durchspielt, weil das alles so nervig und zäh ist und... Meinst du, das ist an manchen Stellen langgezogen? Also gestreckt? Ja, übelst. Oh, der ist einfach erstmal runtergefallen. Okay, tschüss. Noch mehr als Wind Waker und das musst du erstmal hinkriegen. Ja, Wind Waker ist hinterher mit den 12 Hostiles sowieso, boah. Deswegen habe ich den Wii U-Teil noch nicht durchgespielt. Weil ich da gar keinen Bock drauf hatte. Ich habe nur die GameCube-Version durchgespielt. Also ich persönlich, ich liebe Wind Waker. Echt? Ja, ich lieb's abgöttisch. Okay. Irgendwie auch wegen dem Grafikstil. Magst du den Grafikstil? Ja. Okay.
Also ich finde, ja, ist halt... Geschmäcker sind halt verschieden. Nein, nein, ich will jetzt nicht sagen, dass es scheiße ist. Es ist das Zelda-Spiel, womit ich aufgewachsen bin. Das habe ich früher ganz viel gespielt auf dem GameCube. Ich habe es mir, glaube ich, geholt. Damals, wo Wind Waker HD angekündigt wurde, habe ich mir dann gleich den GameCube-Teil geholt, weil ich es nicht mehr abwarten konnte. Ja? Ja. Hast du dann den GameCube-Teil vorher durchgespielt noch? Ja. 100%? Nein. Also 100%, da musst du es ja zweimal durchspielen mit diesen ganzen Filters und so. Deswegen also das mache ich. Gemacht. Das mache ich wirklich nicht. Wie ich hier die ganze Zeit Hinweise bekomme, dass ich das Auge der Wahrheit brauche. Ich glaube, das weiß ich langsam. Aber Ocarina of Time habe ich ehrlich gesagt auch noch nie 100% gespielt. Ocarina of Time? Nein, wirklich nicht. Ich auch nicht. Ich hab's 30 Mal durchgespielt, aber noch nie zu 100%. Das ist gerade das erste Mal hier im Let's Play. Ja, ich werde es in meinem Let's Play dann auch mal 100% machen. Da bin ich ja bestimmt auch mal dabei, oder? Nö. Ach so. Okay, doch. Ah, oh, das ist eine Truhe. Da sind wahrscheinlich eh noch Rubine oder Bomben oder sowas drin. Oder Pfeile. Yay. Das war aber irgendwie nicht synchron, das was du jetzt gerade gemacht hast. Ja, und ich wollte es trotzdem mal machen. Ah, und das hier ist Skulltula. Die nehme ich mir mal direkt. Zack. Und hoppa. Ah, warte. Hopp. Nimm doch einfach den Enterhaken. Ach, nein, ich möchte seilisch machen. Es geht aber nicht so. Doch, bestimmt. Nein, es geht so nicht. Es geht so nicht. Das los, so Link! Nicht. Das geht so nicht. Okay. Mann. Welche war das denn? Warte, ich muss erst mal gucken. Stockwerk B4, das war... Okay, das war die letzte. Nummer 46. Wie viele habe ich eigentlich? 51, oh. Das Herzteil hast du dir schon geholt, oder? Welches Herzteil? Achso, ja, klar. Hab ich doch im letzten Part. Ja, ich weiß. Aber das ist schon so lange her. Eine Woche. Ja. Da muss ich jetzt wieder... Hä, wo muss ich jetzt lang? Ja, davor. Muss ich wieder zurück? Ja. Du musst schon noch was in dem Raum hier machen, aber... Ja, das ist klar. Mhm. Mach doch mal das Auge der Wahrheit an. Ja, ich wollte mich jetzt gerade umgucken. Vielleicht ist hier irgendwo ein Endhakenpunkt oder so. Nein. Weiter runter. Guck nach unten. Ah. Ein riesiger geheimer Türkenblock. Ja. Oh, ich sehe gerade, der Part ist gleich vorbei. Oh, shit. Wieder nicht auf die Zeit geachtet, ey. Wieso? Ist doch noch nicht vorbei, deswegen ist das doch egal. Ja, ich sehe ja die Zeit nicht. Oh, muss ich denn jetzt echt die ganze Zeit mitnehmen? Okay. Ja. Okay. Wie ihr wollt, Entwickler. Dann mache ich das doch. Wenn die Stacheln voll reingehen, aber der ist ja eigentlich aus Stein. Ich glaube, ich ziehe den lieber. Ich glaube, das ist ein bisschen logischer. Voll der realistische Effekt. Ja. Und hier fängt es gerade an zu pissen. Echt? Ja, hoffentlich gewittert es nicht, weil sonst würde man es voll hören. Ja, das wäre blöd. Also bei mir regnet es gerade, glaube ich, nicht. Es regnet die letzten Tage schon die ganze Zeit. Aber bei dir ist ja auch schon ein bisschen weiter weg als bei mir, also die Entfernung, meine ich. Also wenn es bei dir regnet, muss es jetzt nicht unbedingt auch bei mir regnen. Doch, muss es. Hoppala. Wow. Kann ich auf die drauf? Ja. Cool. Nenn mir einen Grund, warum du da nicht drauf sollen könntest. Vielleicht wäre ich da abgerutscht. Nein. Hätte sein können. Nein. Hätte sein können. Nein, hätte es nicht. Doch, hätte es. Oh, 5 Rubine. Warum solltest du von einer horizontal geradenen Fläche runterfallen? Also abrutschen. Weil in Videospielen alles möglich ist. Ja, aber ich... Ja, jetzt sagst du nichts mehr, ne? Oh, okay. Das war cool. Nein, war's nicht. Mann, du immer mit deinem... Naja. Kleiner Schlüssel. Yay! So, damit würde ich mal sagen,
Der Part ist jetzt vorbei. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit dem Schattentempel. Und mit übernächsten auch. Mit wem muss ich nochmal gucken? Ich glaube mit Kratzeis. So. Nein. Oder mit dir, mal schauen. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Bis dahin. Ciao. Tschüss.